Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Juli- und August-Variante der My Little Box und die habe ich hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Im Sommer ist es so, dass die französische My Little Box für 2 Monate erscheint, also quasi für Juli und August zusammen. Wir haben dafür den doppelten Inhalt, aber es wird im Juli natürlich auch der doppelte Betrag abgebucht. Und zwar nicht 18,50 Euro wie üblich, sondern dann 37 Euro. Wir bekommen dann eine große Box im Juli und ich finde sie immer ziemlich cool. Das ist halt so passend zum Sommer immer irgendwie so ein cooles Gedönsen halt, ne? Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe My Little Boxen Team. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt hier drin haben. Übrigens verlose ich auch eine Box an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. So, wir haben My Little Box X Make My Lemonade. Make My Lemonade scheint auch eine Firma zu sein, die man so kennt. Ich kenne sie jetzt so nicht. Wir haben ja eine Tasche bestehend aus einer Tasche, die einen interessanten Reißverschluss hat. Deswegen habe ich eben auch etwas verdutzt geguckt. Und hinten dran haben wir mit Druckknöpfen halt noch so eine weitere Tasche. Also schon so ein süßes Kosmetiktäschchen, was man dann auch mitnehmen kann in den Urlaub tatsächlich. Die My Little Box macht das ganz gerne so, dass die halt nicht so ein Heftchen mit dabei haben, wo drin steht, was drin ist, sondern dass die direkt den Versandkarton dafür nutzen. Und zwar, ja, drucken die das dann einfach mal hier so rein, ne? Und dann werfen wir mal einen Blick hier so rein, entfalten das Ganze mal und dann schauen wir mal. Also wir haben hier echt allerhand drin. Wollen wir Mölki spielen? Nein, komm schon, Beachvolleyball. Hä? Aus allen Ecken der Dünen ertönt der Ruf der Strandspieler. Für dich ist der Sommer gleichbedeutend mit Spielen, die dich durchschütteln. Du bist ganz klar teamaktiv. Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Bin ich teamaktiv? Bestimmt. Make My Lemonade der Prêt-à-Porter-Marke, die bunt wie ein Wassereis und lustig wie eine Rückkehr in die Kindheit ist, erklären wir die Sommerspiele für eröffnet. Okay. Übrigens, bist du heiß auf eine Revanche? Die Sommerspiele beginnen schon, entdecke sie weiter unten. Also du kannst hier quasi irgendwie dieses Spiel spielen. Das ist interessant. Spielregeln sind hier abgedruckt. Also du kannst wirklich diesen Versandkarton als Spielfeld nutzen. Aha. Du hast keinen Würfel, das ist auch kein Problem. Dann kannst du dir nämlich hier einen basteln. Also da wurde echt dran gedacht, ne? Also ich finde es witzig, muss ich ehrlich sagen, weil du so halt diesen Karton benutzen könntest. Ich tue es nicht, bin ich ehrlich. Ne? Ich bin jetzt eigentlich, also ja, ich chill halt viel aktuell, weil schwanger und so. Und dann habe ich halt jemanden in meinem Bauch, der genug rebelliert. Der vor allem, ihr wisst Bescheid. Und ne? Okay, wir möchten jetzt mal in die My Little Box hier reingucken. Ich glaube, wir machen zuerst dieses kleine Täschchen auf, dieses gelbe, was hier hinten dran ist. Wir haben bei der My Little Box nämlich immer so einen Mix aus Beauty-Produkten und so Fancy-Pansy-Lifestyle-Artikeln. Das heißt, wir werden hier dann wahrscheinlich 6 Beauty-Produkte und 4 Fancy Pansy Lifestyle Artikel drin haben. Ich bin mal gespannt. So, also in den Täschchen hier hinten, was übrigens halt auch mit so einer, ne, da ist auch so eine Beschichtung drin. Es ist nicht nur einfach Stoff, sag ich mal, ne? Genau, ja. Und an 2 Punkten ist es festgemacht. Haben wir hier was drin? Käsekästchenrache. Ich liebe Käsekästchenspiele. Habe ich so oft gespielt. Also kennt man ja unter Tic-Tac-Toe auch sonst, ne? Das ist halt, ja, wie ist das? Im Sand kann man das gut machen. Oder wenn man Bus gefahren ist, konnte man das halt immer, wenn die Scheiben beschlagen waren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt. Auf jeden Fall habe ich hier halt so 2 Sachen drin. Ich gucke hier erstmal durch. Super Ferienpass. Bring dein Gehirn zwischen 2 Sets Beachvolleyball in Wallung. Okay. Easy peasy lemon squeezy. Wie Queen Bee einst sagte, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus. Lisa Gachet hat dieses Motto wörtlich genommen. Mit ihrem frischen Talent hat sie Make My Lemonade gegründet. Ach, guck mal, hier wird dann jetzt ein bisschen mehr auf die Marke Make My Lemonade eingegangen. Als erste Do-It-Yourself-Modemarke verkauft sie ultrabunte Kleidung in limitierter Auflage. Man kann entweder ein Schnittmuster kaufen oder das fertige Stück erwerben.
Und das Beste, es wird alles in Europa produziert und ist in den Größen 34 bis 52 erhältlich. Ihre letzte Kollektion ist vom 80s-Trend inspiriert. Der Stil ist super bunt, grafisch und befreit sich von gängigen Dresscodes. Wir haben die Gelegenheit beim Shop gepackt und das Muster der Box gemeinsam entworfen. Ach, guck mal. Du hast Lust auf frischen Wind im Kleiderschrank. Mit dem Code MAKEMYBOX profitierst du auf makemylemonade.com von 20% Rabatt. Ist auf jeden Fall cool, ne? Lückentext-Style, also da kannst du hier so einen Lückentext ausfüllen. Spielsatz, Sieg, Nail-Kit hast du hier wahrscheinlich irgendwie mit drin. Keine Ahnung. Schmink dir das ab. Abschminkpads, die sind dann wahrscheinlich auch hier mit drin. I can really have it all. Nach unzähligen erfolglosen Versuchen im zarten Alter von 15 Jahren. Unsere Wimpern länger wachsen zu lassen, verschiedene magische Mixturen, die mit klebrigen, kribbelnden Augen endeten, hatten wir lange und grazile Wimpern abgeschrieben. Heute sind wir zurück im Rennen mit Flashdance. Auf den ersten Blick eine klassisch aussehende Mascara, aber in der recycelten Tube befindet sich veganes Wachs und eine 82%ige Mischung aus Bio-Jojoba und Rizinusöl, die unsere Wimpern mit Feuchtigkeit versorgt, revitalisiert und ihr Wachstum zufördert. Lass sie über deine Wimpern gleiten und gönn dir ein samtweiches Finish, das selbst die schwächsten Wimpern wieder zum Flattern bringt. Okay, auch das werden wir dann in der Box haben. Dann hast du hier so ein Bild, wo du dann theoretisch die Zahlen verbinden könntest. Auch das kennen wir aus der Grundschule, ne? Ich finde es wirklich süß gemacht. Dann haben wir hier Sudoku auch noch mit drin abgebildet. Witzig, ich habe heute Nacht irgendwie von Sudoku geträumt. Frag mich nicht, ich schlafe manchmal echt merkwürdig. Nichts und niemand kann dich aufhalten. Im Sommer am Strand liegen, Rätsel lösen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Let your lips do the talking and work. Wie das funktioniert, mit einem kleinen Push für dein Selbstbewusstsein in Form dieses formidablen Vinyl-Lipglosses von The Body Shop. Oh, das haben wir hier drin. Mhm, sehr schön. Und so weiter und so fort. Ja, steht dann halt so ein bisschen noch Infos mit dabei. Und dann hast du hier heute Tic-Tac-Toe genannt. Ist das Klassikerspiel, wenn du noch einen Sieg erfahren willst. Fun Fact, bestehe darauf anzufangen, denn bei 255.168 verschiedenen Spielverläufen enden 131.184 mit einem Sieg des ersten Spielers. Aber pst. Okay, ja gut. Statistik ist echt so eine Sache für sich. Okay, so, dann können wir jetzt auch mal in die Box schauen. Was ist das? Stereoscheinpapier. Lass das Monopoly im Schrank und die Muscheln am Strand. Wie wäre es, wenn wir stattdessen Völkerball spielen würden? Game on. Okay. Völkerball? Kannst jetzt aber nicht nur mit ein, zwei Leuten spielen, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Bin ich mal gespannt. Okay, das ist jetzt leer. Make paper planes. Ja, und dann hast du hier so ein Case, wo du theoretisch deinen Reisepass reinpacken könntest oder du kannst es auch nehmen, um hier deinen Fahrzeugschein oder so reinzupacken, wie du möchtest. Meins ist hier irgendwie an der Ecke ein bisschen dreckig geworden, ne? Aber finde ich irgendwie ganz süß. Also theoretisch kannst du hier einfach deine Papiere drin aufbewahren. Ja, kann man machen. Kann man natürlich auch dann, wenn man unterwegs ist auf Reisen, dass man das dann mitnimmt und da kriegst du ja diverse so Eintrittskarten und keine Ahnung, dass wenn du dann so eine Art Erinnerungsbuch machen möchtest, dass du das darin auch bewahren kannst. Finde ich ganz süß. So, jetzt mache ich hier mal die Tasche auf. Oh. Und es geht schon direkt ziemlich ab. Also es ist prall gefüllt, das Täschlein, ne? Als erstes habe ich hier Nagellack drin von Essie. Ich mag Essie-Lacke in der Farbe Hello World. Das ist wirklich ein schöner, der so ein bisschen an Ballet-Slippers erinnert. Also das wird auch so ein Milchglastönchen, sage ich mal, auf den Fingern werden. Aber wir haben hier noch so einen Holoschein mit drin. Sowas mag ich ganz gerne. Dann kann man den auch super verwenden als Topper, zum Beispiel über so einem Lack, ne? Dass du den einfach drüber machst, um hier so einen Holo-Effekt drüber zu bekommen. Weil man sieht hier, wenn ich das so gegens Licht halte, bläuliche und pinke Schimmergeschichten. Also ganz interessant, finde ich schön. Also für mich auf jeden Fall eine coole Geschichte. Dann haben wir hier noch etwas mit drin. Push Ma Pense. Okay, Moment, ich suche dann immer das Deutsche. Anti-Haare in den Augenklammer. Nein, ich war noch nicht so weit. Die Sonne hat mich geblendet. Ich hatte Haare in den Augen. Jetzt ist Schluss mit dem Schummeln. Haare hochstecken und weiter geht's mit einer Partie Beachvolleyball. Okay, also eine Haarklammer. Ach süß, ja. Die passt jetzt tatsächlich auch gerade zu meinem Oberteil.
aber dürfte tatsächlich für meine Haare etwas klein sein, ne? Denn die ist wirklich sehr, sehr klein. Auch sowas hat seinen Wert. Ich versuche ja immer dann immer die Zirka-Preise dann aus dem Internet herauszufinden. Die ist jetzt nicht ganz so optimal verarbeitet, aber da gucke ich dann mal nach For Your Beauty oder Ebelin-Produkten, so hießen die, genau. Genau, aber es ist halt eine Haarspange, die kann man gut gebrauchen, ne? Ja, genau. Und dann machst du dir deine Haare zurück und fertig ist die Laube. Wie gesagt, ist ganz süß. Finde ich jetzt für meine Haare, wie gesagt, weil die sehr, 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 sehr lang sind, halt einfach zu wenig. Aber da habe ich halt auch schöne Haarspangen. Dann habe ich hier noch etwas drin enthalten von Barbour. Das finde ich klasse. Ampoule Concentrates. Da haben wir einmal die Hydra Plus, die Multivitamin und die Lift Express Ampulle drin. Also quasi ein Ampullenset mit 3 Ampullen. Ich habe das in letzter Zeit häufiger gemacht, dass ich morgens auf ein Serum verzichtet habe und dafür lieber eine Ampullenkur gemacht habe. Und ich habe gemerkt, dass es meiner Haut sehr, sehr gut getan hat. Denn wo ich damit dann aufgehört habe, ist meine Haut super trocken geworden. Richtig heftig. Und meine Haut liebt sowas tatsächlich sehr, sehr, sehr. Das heißt, die kommen jetzt auch gleich direkt mit runter ins Badezimmer, dass ich die dann auch verwende. Und sowas kannst du halt theoretisch auch 1A so weiter verschenken oder so. Ist immer eine ganz süße Geschichte. Und hier sind dann halt die 3 verschiedenen Ampullen drin. Cool. Also die Hydra Plus kenne ich, die scheinen auch irgendwie ein neues Packaging zu haben, oder? Weil die kommen mir bekannt vor vom Namen her, aber die sehen so anders aus. Haben die irgendwie so ein Lifting oder sowas bekommen? Ich finde es cool, definitiv. Und kann man halt jetzt auch ganz gut im Sommer gebrauchen, so ein Vitamin- oder Frische-Kick zwischendurch, Entschuldigung. Es ist hier wirklich warm, ne? Ich habe hier auch meinen Eistee. Es ist quasi einfach Wasser mit einem Teebeutel drin, läuft. Mm. Kann ich sehr empfehlen. Das animiert auch dazu, ein bisschen mehr Wasser zu trinken, aber halt nicht so diese zuckerhaltigen Getränke. Nur so als Idee. Gut, dann habe ich hier einen Lichtschutzfaktor 30 mit drin. Ein Sportsgel von Ultrasun. Transparentes Sonnenschutzgel mit Antioxidantien. Und das ist cool. Das ist also wasserfest, ohne Parfüme. Ideal bei Sonnenallergie, nicht fettend, ne? Ich habe ja eine sehr, sehr empfindliche Haut und finde sowas wirklich klasse. Das ist auch eine große Geschichte mit 200 Millilitern. Das hast du dann in einem Monat, ne, also wenn du irgendwie dann deinen Urlaub hast oder so, wahrscheinlich auch gebraucht, vor allem bei den Temperaturen. Und ich finde es cool, dass sie sowas dann halt auch in die Sommerbox mit reinpacken, weil es einfach passt. Ich habe das selber, glaube ich, noch nicht so wirklich, also richtig in Anwendung gehabt. Ich meine, dass ich das schon mal hatte, aber ich habe das nicht so ausprobiert. Ich hoffe, dass es nicht so klebrig ist. Wisst ihr, was ich meine? Also ich trage sowas ja ganz gerne auf, bevor ich in den Garten gehe oder so. Und wenn ich dann in der Erde am Wühlen bin und mir die Erde quasi am ganzen Körper kleben bleibt, huch, ist es dann nicht so ganz sinnvoll, ne? Aber finde ich nice. Kann man auf jeden Fall machen. Und hier steht tatsächlich auch, wie viel man immer so verwenden sollte pro Körperregion. Sowas finde ich wirklich, also nachgedacht. Jetzt mal ohne Flachs, ne? Das hier direkt mit reinzuschreiben, finde ich echt super. Mittlerweile, also durch Social Media wissen wir alle, dass wir einfach unfassbar viel Sonnenschutz auftragen müssen. Und, das ist halt tatsächlich echt so eine Geschichte. Heute Morgen habe ich auch richtig dicken Lichtschutzfaktor aufgetragen. Der Wahnsinn in Tüten. Dann habe ich einen Primer drauf gemacht, wo auch ein Lichtschutzfaktor, ja, von 20 drin war. Es ist eher wenig, ne? Und dann habe ich dieses Garnier drüber Spray genommen, als ich mit Sammy Gassi war tatsächlich. Ansonsten bin ich heute noch nicht so draußen gewesen. Deswegen viel hilft viel tatsächlich bei Lichtschutzfaktor. Dann haben wir hier die angekündigte Lippengeschichte My Choice Vinyl Lip Gloss. 7 Milliliter sind hier drin. Das kommt ins Full Face Beauty Box mit rein. Ne? Wisst ihr Bescheid? Das ist ein Schminki, was ich einmal im Monat mache, wo ich dann alle Produkte zusammennehme aus den ganzen Beauty Boxen und dann ein Schminki dazu mache. Das ist einmal dieses hier und The Body Shop kennt man ja von der Pflege. Habe ich aktuell auch das. Den Conditioner in Anwendung, ne? Ja, Conditioner ist das. Die Haarspülung. Oh. Oh, riecht sehr süß, sehr geil. Hm, sowas mag ich ja, ne? Und das ist halt so ein richtiges Babyrosa. Das finde ich witzig. Okay, wird ausgetestet. Und wenn ich das halt nur zwischenzeitlich dann so als Lippenpflege oder so mal auftrage, keine Ahnung, ne? Aber auf jeden Fall eine feine Geschichte. Dann habe ich hier so das erste Tütchen. Das ist mit Garancia in Kooperation. Und hier sind die angekündigten wiederverwendbaren Abschminkpads drin. Süß. Also auf der Seite ist es eher Motiv, ne? Das ist halt von der Oberfläche jetzt nicht so, dass ich das zum Abschminken nehmen würde.
Aber auf der anderen Seite ist es schön weich und das kann ich mir gut vorstellen, ne? Zum Abschminken, zum Toner auftragen. Also echt cool, mag ich gerne leiden. Ich finde es auch schön, dass sowas mit in den Boxen immer mehr drin enthalten ist. Finde ich auch schön nachhaltig. Ich habe mittlerweile relativ viele, weil ich letztens auch die Crash Cosmetics Muttertags-Box geholt habe. Und da waren halt ganz viele Abschminkpads auch so mit drin. Kommt dann demnächst mal mit in eine Verlosung mit rein. Dann habe ich hier noch etwas, und zwar Spielsatz und Nails. Set für siegreiche Fingernägel. Ach, guck mal. Das ist quasi das, was auch angekündigt worden ist, nämlich dieses Nagelpflegeset, passend halt zu dem Nagellack, den wir ja auch drin enthalten haben. Sowas finde ich auch immer ganz schön. Ich bin da relativ festgefahren tatsächlich in dem, was ich halt immer so habe. Aber das ist echt süß. Ja, das ist echt süß. Also wir haben hier so einen Nagelclipser mit drin, eine Nagelfeile und auch eine Pinzette. Das finde ich echt hübsch, ne? Und gerade wenn du dann so unterwegs bist oder, ja, das kannst du einfach so in die Tasche reinschmeißen, ne? Dann hast du da auf jeden Fall was mit dabei. Ja, ich hoffe nur, dass die Pinzette und der Nagelclipser dann auch wirklich von der Qualität her gut sind, weil das ist gar nicht so leicht, muss ich ehrlich gestehen. Ein gutes Werkzeug in der Hinsicht zu finden, ne? Finde ich aber ganz süß, dass es hier mit drin ist und auch passend für so eine Sommeredition, weil da wird ja auch vermehrt, gerade so auf Fußnägel und so, ne, auch wo mal geachtet, weil ja man jetzt auch offene Schuhe trägt und so, das macht man jetzt ja sonst im Winter eher weniger, ne? Genau, dann habe ich etwas von Cardi mit drin und zwar ein Shampoo, ayurvedisches Elixier, Orange, Vitality, Sprungkraft und Leichtigkeit. Ich meine, dass Cardi relativ hochpreisig war, ne? Vegan, Cosmos Natural und Natural Revitalizing, ja, revitalisierend, sowas kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Meine Haare sind, naja, durch die Schwangerschaft jetzt halt wirklich trocken geworden, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm finde, weil dadurch muss ich nur alle 2-3 Tage meine Haare waschen, ne? Aber sie brauchen definitiv mehr Liebe, würde ich sagen. Und dementsprechend finde ich das cool. Eigentlich ist Orange jetzt nicht unbedingt meine Duftrichtung, was Haar- oder Körperpflege so angeht. Aber gut, müssen wir mal gucken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr passend für den Sommer, weil das dann auch so ein bisschen, ich weiß gerade, obstig ist, aber ein bisschen frischer, ne? Es gibt so ein Eis. Solero-Eis, aber nicht ganz. Das riecht, also schon, ne, also es riecht echt nicht verkehrt, muss ich sagen. Weil das eher nach diesem Eis riecht und weniger nach, ich habe eine Orange vor der Nase, die noch nicht ganz reif ist und riecht dran. Weißt du, was ich meine? Das ist schon ein Unterschied. Also es kommt auf jeden Fall in meine Backups mit rein. Und hier steht auch tatsächlich, was da alles so drin ist. Was? Ist das da alles drin? Ach, du ahnst es nicht. Guck mal. Das sieht echt aus wie ein Obstsalat, ne? Finde ich ziemlich witzig. Ja, ne? Fühlt man sich schlecht, wenn man heute irgendwie nur so eine Nudelfanne essen möchte. Okay, dann habe ich hier als nächstes die Mascara drin. Das ist die My Little Beauty Eigenmarke und die haben echt gute Produkte bei sich. Das kann man nicht anders sagen. 99% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs, Lash Dance, Mascara-Effekt. Lengthening Effekt Mascara, genau. Und die wird auf jeden Fall ausprobiert. Ne? Die packen wir uns mal ins Fullface Beauty Boxen zur Seite für Juli. Oh, die sieht aber echt trocken aus, Leute. Die riecht lecker. Nach Weihnachtsplätzchen. Die riecht echt gut. Oh mein Gott. Aber sieht wirklich trocken aus. Ne? Da müssen wir mal gucken, was die dann aus meinen Wimpern rausholt. Es hat ein Gummibürstchen. Und das sind auch so eher Stachelbürstchen. Also ganz, ganz interessant. Ich hoffe wirklich, dass das auch was wird, dass die nicht zu sehr irgendwie eingetrocknet ist oder so. Ist auf jeden Fall spannend. Also echt, also, ne? Gut bestückt die Box, kann man nicht anders sagen. Und als letztes habe ich hier ein Körperpeeling von First Aid Beauty von Fab. Und das ist ein AHA-Peeling für den Körper. Mit 28,3 Gramm. Diese First Aid Beauty Geschichten sind immer ziemlich witzig unterwegs mit den Füllmengen, weil das quasi eine Marke ist, die amerikanisch ist und deswegen mit Unzen quasi eigentlich rechnet. Und da ist eigentlich eine Unze drin und das ist dann umgerechnet 28,3 Gramm. Kann ich aktuell nicht verwenden, weil AHA in der Schwangerschaft jetzt nicht so das empfehlenswerteste ist. Wird deswegen weiter wandern, aber ich finde per se ein Körperpeeling
echt gut überlegt in der Sommerbox, ne? Muss ich wirklich sagen. Das muss ich wirklich sagen. Holla die Waldfee. Also das waren mal coole Produkte, oder? Also eine coole Box, klar, bezahlen das Doppelte, haben aber auch wirklich richtig schöne Produkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beauty-Produkte haben wir hier drin. Dann haben wir die Tasche, das Nagelset, die Augenentfernungsviecher, Augenentfernungsviecher vor allem, dieses, wo du deine Dokumente reinpacken kannst, die Haarklammer. Ja, übrigens sind es 7. Ich habe das Shampoo vergessen. 7 Beauty-Produkte und 5 Accessoires. Also es ist schon mehr, als wir das normalerweise drin haben. Ne? Werttechnisch super schwierig, aber ich mache das immer irgendwie so Pi mal Daumen. Ihr wisst das ja, ne, bei mir. Und ich fand die Box wirklich fantastisch. Ich finde, dass die auch eine tolle Geschichte für den Sommer ist. Und ich glaube auch, dass sich da super viele drüber freuen werden. Schreibt mir gerne mal, wie ihr die Box so findet, unten in die Kommentare rein. Und denkt auf jeden Fall auch ans Gewinnspiel, wenn ihr Bock habt. Ne? Ihr Lieben! Das war's jetzt, aua, hier von mir und dem Unboxing der My Little Box aus dem Sommer 2022. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben, da kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!